You think that we can coexist? Will we be a pair? Katie Melua entdeckt ihre Wurzeln in ihrem Geburtsland Georgien. Sie gewährt uns dabei intensive Einblicke in ihr Innerstes. If all your dreams were... Ein melancholisches Album, gemeinsam mit einem georgischen Frauenchor. The more we continued to... Je mehr wir uns kennenlernten, je mehr ich sah, wie der Chor probte, umso mehr war ich beeindruckt von ihrer Präzision und dieser Kompromisslosigkeit, den exakten Klang zu erreichen. To get the exact sound that you're after. If all your dreams were... Die 24 Stimmen des Gori Women's Choir verschmelzen zu einem kraftvollen Sound. Katie Melua träumt mit ihrem klaren Gesang wie ein entferntes Echo. Here I go out to see again. Ein ungewöhnlicher Schritt einer Sängerin, die bisher Star im Pop-Mainstream ist. And dreams hang in the air. Der Chor und das Projekt zeigten mir, wie toll es ist, ein Album zu machen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, etwas zu tun, das du liebst, und etwas der Popwelt hinzuzufügen. Melua wanderte mit 9 Jahren von Georgien nach Nordirland aus. Jetzt stülpt sie ihre Vergangenheit nach außen. Ein Album von ihr produziert. As I've gotten older, ich bin selbstbewusster geworden und habe mich getraut, in meine eigene Biografie einzutauchen. Man kann das Album also intimer nennen. So I guess you could call it more intimate. I tell myself, you don't belong in this rough life. Stücke voller Melancholie und Hoffnungslosigkeit, wie klassische Chorstücke, wie alte Volkslieder. Immer im Blick, Katies Heimat Georgien. Immer wenn ich nicht in Georgien bin und auf einen Landsmann treffe, heißt es, komm doch nach Hause zum Abendessen. Und ich sage, ich kenne dich gar nicht. Aber das darf man nicht sagen, weil man sich kennen sollte. Jahrelang hatte sie unter Volldampf gearbeitet, schaffte es mit ihrem feinen Folk-Pop zu einem der erfolgreichsten Musikstars Europas aufzusteigen. Sie sagt, beim Album In Winter wollte sie Teil des georgischen Frauenchors werden. Es war zugleich dämonisch und engelsgleich. Besinnliches Ende. Wir sind gerne morgen wieder Teil Ihres.